Urlaubszeit, Reisezeit. Hier in Dänemark sind wir am Nationalpark See Stubben. Ein Vogelparadies. Was kann man hier denn so sehen? Zum Beispiel den Weißkopfseeadler. Hallo! Oh, er wedelt mit seinen gewaltigen Schwingen. Ein Wappentier. Der Weißkopfseeadler ist übrigens... Oh, und ein schöner Klang kommt aus seiner nachtigallenhaften Stimme. Schnabel, sagt man wohl. Das ist, glaube ich, der kleinschnabelige Seeadler. Der Weißkopfseeadler ist übrigens das Wappentier von Dänemark. Ist auch auf der dänischen Fahne drauf. Ein riesengroßer Weißkopfseeadler. Oh. Und was kannst du uns über die Tierwelt hier sagen? Ja, das sind Kaninchen. Oh, da ist ein Kaninchen. Aber ein ganz kleines. Im Vergleich zu meiner Kuhnase ist das Kaninchen ungefähr so groß wie ein Centstück. Jetzt wird's größer. Das Kaninchen in Dänemark kann nämlich seine Größe ändern. Jetzt wird's kleiner. Größer wird es, kleiner wird es. Das macht das dänische Kaninchen, um sich zu tarnen. Welche Tiere haben wir denn noch hier? Papageien. Gibt es hier vielleicht auch den Eisvogel? Nö, es gibt nur einen Papagei. Hallo, ich bin ein Eisvogel. Ich kann alles nachplappern. Ich kann alles nachplappern, bin ein Eisvogel. Ich kann alles nachplappern. Oh, das Kaninchen ist auf meinen Kopf gesprungen. Oh, das Kaninchen ist auf meinen Kopf gesprungen. Ich kann alles nachplappern, bin ein Eisvogel. Ich esse gerne Kaninchen. Himbeeren. Kaninchen. Alle Eisvögel essen Himbeeren. Ich esse gerne Kaninchen. Ja, ich bin ein Eisvogel, kann alles nachplappern. Und du, kannst du auch was sagen? Ja. Ja. Ich bin ein Schaf.